Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Demon Hunter 1 Chroniken des Übernatürlichen. Und wir machen weiter. Wir gehen jetzt einfach mal zum Leuchtturm. Weil den müssen wir eh reparieren. Und ist hier irgendwo ein Blatt? Ja, ich weiß, hier oben sind Blätter, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine das Sammelobjekt. Ich schaue mich mal erstmal hier um. Ist hier irgendwo ein Blatt? Okay, das ist interessant. Anscheinend ist nicht bei jeder Szene ein Expertenobjekt dabei. Weil ich habe hier das ganze Bild jetzt abgescannt. Und hier ist kein Blatt zu sehen, was ich aufsammeln könnte. Interessant. Okay, hier mein Skelett hier drin. Was willst du denn haben? Der tote Pirat sieht so aus, als würde er es verhandeln. Ja, okay, dann kann man das noch nicht machen. Hier krabbelt eine Krabbe hin und her. Dieser Krebs hat etwas, das ich brauche. Gut, dann müssen wir den irgendwie fangen. Okay, hier ist ein Kran. Ein Teil der Maschine fehlt. Ach, was du nicht sagst. Okay, dann gehen wir weiter zum Leuchtturm hoch. Ah, da mal wieder ein Blatt. Und einen alten Seebären. Ahoy! Who goes there? Ah, it's you, miss. Well now, we haven't seen you for a while. Bad, evil things are taking place here, I tell ya. A few nights ago, I even saw a kraken in these waters. A bad omen. In the night of the murder, something strange happened in the lighthouse, and it broke down. I tried to repair it, but to no avail. Usually, Professor Ashmore would take care of it, but now, I don't know what to do. He taught you some things, didn't he? Maybe you could go there and help me with the lighthouse, eh? Ja, bestimmt. Wir haben auch eine Ausbildung als Leuchtturmreparatur Lady gemacht, 2.0. So, also ich könnte direkt jetzt zum Leuchthaus gehen, aber ich gehe erstmal hier zum Schuppen. Da haben wir eine Muschel mitgenommen. Ich kann diese Kiste nicht öffnen. Ich könnte sie aufbrechen, wenn ich das richtige Werkzeug hätte. Also ein Brecheisen oder Stemmeisen oder was auch immer. Was ist das denn für ein Schloss, für ein Leuchtturm? Ich meine, okay, passend dafür auf jeden Fall. Aber hier fehlt uns anscheinend noch was. Ergo kann ich hier jetzt gerade mal nichts machen. Ein Hebel hält mir aber. Erledige Aufgaben. Was machst du mit meinem Auto? Ja, cool, er steckt da mein Auto in Brand. Was zur Hölle ist. Den Dämon ist anscheinend langweilig. Jetzt habe ich gelesen. Dieselbe Kreatur, die auf dem Plateau verschwunden ist, hat auch mein Auto sabotiert. Die Insel zu verlassen ist keine Option mehr. Ja, geil. Ich habe einen Geist aus dem Haus kommen sehen. Hier geht definitiv etwas sehr Seltsames vor. Gut, dann habe ich doch noch alles erwischt hier. Aber warum? Warum steckt er denn mein Auto in Brand? Er hätte auch einfach nur die Schlüssel wegnehmen müssen. Wow, sehr kreativ für einen Geist. Für einen Dämon. Wie geht dieses Wasser? Ist furchtbar dreckig. Deswegen fasse ich es nicht an. Ich bin Madame Hetepetete. Gut, dann haben wir jetzt kein Auto mehr.
Müssen wir damit leben. Ach, kann ich tauschen? Willst du die Muschel statt der Handschuhe? Jawohl. Haben wir getauscht. Jetzt habe ich einen Handschuh. Aber wofür brauche ich den Handschuh? Hier oben für was? Nee. Ich meine, jetzt habe ich ein Feuerzeug, einen Handschuh und einen Hebel. Ich glaube nicht, dass ich den Hebel hierfür brauche. Nee. Wenn man nicht einfach weiterkommt, einfach mal schauen. Treppe. Was war denn hier noch? Ah ja, stimmt ja. Oh, bitte, süße Katze. Der Kleine hat furchtbar Angst. Ich brauche etwas, mit dem ich ihn den Thunfisch. Ja gut, was soll ich hier noch machen können, großartig? Ah ja. Leere Flasche. Da hat sich wieder ein Wimmelbild eröffnet. Löwenstatue. Die habe ich doch da am Anfang gesehen hier. Handfesseln, das ist wahrscheinlich damit gemeint. Pyramide. Die Zahl 3. Das Amulett hier. Oder Brosche. Brauche ich trotzdem noch das Amulett. Kein Amulett. Da haben wir das Amulett. Dann eine Flasche. Die ist hier. Ein Schild. Ein Trank. Einfach mal ignoriert, dass das dauernd verschwunden ist. Ein Kreif. Der ist hier. Dann ein Blatt und ein Foto. Und, ja klar, damit wird sich auch auf jeden Fall der, wozu brauche ich jetzt einen Knochen? Leere Flasche und Knochen. Okay, wo muss ich hin? Wieder zur Küste. Und wir kriegen einen der Sterne, okay. Hier ist nix. Ah, hier brauchen wir wahrscheinlich den Hebel. Ja, klar. Fette Truhe, kommt erstmal Wimmelbild. Schwarzes Band. Muss ich ja was sauber machen? Hier wahrscheinlich. Da ist das schwarze Band. Griff wurde. Hier oben. Handspiegel. Da. Knochen. Und die Frage, wo kriege ich jetzt den Diamanten her? Wahrscheinlich hier. Dann eine Muschel. Eine Spirale. Dann ein Löffel. Wieder. Karte. Fisch. Denn hier ein Fisch. Ach, da ist der Fisch. Da ist die Aale. Noch ein Stern. Jawohl. Ich muss ja sagen, die Seemöwe, die nervt ein bisschen. Das Geräusch. Ja, ich weiß schon gleich aggressiv werden, eine Flasche gegen die Möwe werfen. Ah, da tropft es. Schaut mal. Einen Moment, Freunde. Ich kann mal die Nase zurechtweisen. So. Sorry. Das solltet ihr nicht ansehen. Das ist
Das ist viel zu brutal gewesen gerade. War da meine Axt? So, was soll ich mit Axten machen? Wahrscheinlich irgendwas kurz und klein schlagen. Ja, das bestimmt nicht. Ja, so kann man auch eine Kiste öffnen. So. Das Rätsel kennen wir auch schon. Anleitung lese ich trotzdem. Drehe die Sterne so, dass die Kristalle eine Farbe haben. Ich würde mal sagen, so. Und dann... So. So, dann gehen wir mal rein. Und wo ist das Blatt hier wieder? Komm, enttäusch mich nicht. Ah, da. So. Natürlich gucke ich, bevor ich das Wimmelbild an, mich im Raum hier oben. Dieses Schwert könnte ja noch nützlich sein, wenn ich irgendwie dort hochkommen würde. Du steigst vom Stuhl auf den Schreibtisch. Vom Schreibtisch müsstest du da rankommen. Oder du stellst die, machst es so, du schiebst die Lampe und die Flasche und das Buch weg, stellst die Truhe hier drauf, gehst von da darauf auf die Truhe und kommst zum Schwert. Fertig ist der Lachs. So. Ich muss sagen, die Musik erinnert mich auch leicht an Monkey Island. Ich brauche etwas, mit dem ich all die Spinnweben entfernen kann. Ja, müssen wir sowieso mit den, nicht mit den Händen. Weil hier krabbelt schon wieder eine schwarze Witwe rum. Und eine schwarze Witwe ist sehr giftig für Menschen. Deswegen nicht hinfassen einfach. Was haben wir denn hier für ein schönes Wimmelbild? Matruschka und Federn von... Zwei Federn von... Müssen wir finden. Ja toll, jetzt... Ach, da ist der Unterleib von der Matruschka. Na toll, jetzt hier verschwinden schon wieder Schuhe. Ja, dann nehmen wir gleich die Schuhe als erstes. Habe ich hier irgendwie ein Messer? Da habe ich ein Messer. Ja, Sprungfeder. Mhm. So, Zauberbuch. Hier ist eins. Hier ist eins. Bilderrahmen. Warte mal, wo ist hier, wo könnte denn hier ein Bilderrahmen sein? Das schon mal nicht. Das ist doch kein Bilderrahmen, oder? Nein. Da, Bilderrahmen. Matruschka ist da. Also, ohne auf Fehlklicks zu machen, kann ich wieso jetzt schon vergessen. Weil ich habe jetzt schon irgendwo hingeklickt, was nicht, wo ich nicht hinklicken sollte. Wo ist denn hier die zweite Feder? Ist jetzt... Ah, da. Warte mal. Die Halskette ist jetzt aber nicht gemeint von der Puppe, oder? Nö. Eiskette. Eiskette. Wo man denn eine Eiskette? Da haben wir eine Brosche. Auf jeden Fall. Ich darf nicht schon wieder zu nah ans Mikrofon gehen. Ich mache schon wieder den gleichen Scheißfehler. Weg mit dir. Runter dahin. Danke. Aber die Maske auf jeden Fall. Da ist der Knopf. Jetzt fehlt noch Postkarte, Schädel und Heißkette. Da glaube ich ist die Heißkette. Okay, das ist nicht mit Schädel gemeint. Postkarte und Schädel.
Da haben wir den Schädel. Postkarte. Da. Okay, da haben wir eine Lupe bekommen. Ja, aber kein Fragezeichen gerade hier. Ich muss mal einfach mal jetzt mal hochgehen hier. Wo ist denn hier mein Blättchen? Da. So, was haben wir hier? Eine Flasche Wein. Erstmal hier eine Glühbirne natürlich. Da eine Maus. Die nehmen wir jetzt einfach mit, warum auch immer. Da mein Besen. Erstmal noch weiter schauen. Dann mein Fisch. Oh, was? Maus oder wie? Nee. Ich hab das ist nicht mit dazu gemeint. Ohne die fehlenden Teile von diesem Apparat. Was? Ohne die fehlenden Teile wird dieser Apparat nicht funktionieren. Kriegst auch diese Gewohnheit nicht ab, schnell zu lesen. So, weg mit dem hier. Das nehme ich auch noch an mich. Da haben wir Kanonenkugeln und ein Metallrohr. Da haben wir schon mal die Kanonenkugeln. Ja, das Metallrohr müssen wir noch gerade biegen oder so. Aber wir sollen tatsächlich hier noch was machen. Hier kann ich nichts mehr machen. Hier draußen auch nicht. Jetzt sag bitte nicht, das Metallrohr gehört zu dem Rätsel. Nee, die Maus gehört hier rein. Okay, das Gequietsche ist ein bisschen schwierig. Fehlte, wo fehlt denn noch was? Ach, die Lupe. Oioioi. Anleitung. Setze alle Elemente an ihren Platz. Ziele mit der Kanone, bevor du sie abfeuerst. Ja, und wohin soll ich es feuern? Jetzt, wo wie feuere ich? Das wäre repariert. Sonst ist hier nicht. Das Schwert bräuchten wir halt noch. Ah, the sea is safe again. Many thanks and favorable winds to you, miss. Here, take this key. It should help you. Dankeschön, mein Freund. I better get in. It looks like the storm is coming. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel wahrscheinlich für die Villa oder so. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Nö. Ab, das habe ich gesehen. Hier ist nochmal mein Wimmelbild. Aber meine Lieben, dieses schicke Wimmelbild mache ich erst in der nächsten Folge von Demon Hunter Chroniken des Übernatürlichen. Danke euch wieder hiermit herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der
dritten Folge von Demon Hunter Chroniken des Übernatürlichen. Dankeschön und bis bald.